Na, wie geht's denn so? Und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 7. Wir sind letztes Mal vor der Kiste stehen geblieben. Da wird jetzt ein Kampf wahrscheinlich auf uns warten. Die schenken uns nicht einfach sowas umsonst. Los geht's. Ach, wir sind gerade im Tempel des alten Volkes. Hey, juhu, einfach so willkommen. Nice. Prinzesswache. Oha. Krass. Nice shit. Okay. Da machen wir gerade mit der Uhr weiter. Menü. Und beschleunigen. Zack, 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 zack. Da. Abbruch. Warten wir kurz, bis der Uhrzeigersinn da vorbei ist, sonst stürzen wir runter, wenn der uns erwischt. Und das wollen wir ja nicht. Und Action. Gucken wir mal, was hier drin ist. Nichts. Düt, düt. Ich weiß gerade nicht, wo wir als erstes waren, aber sehen wir dann. Na genau, gegenüber waren wir als erstes. Was ist da? Zu. Das erfahren wir noch, was da ist. Sieht so aus, als hätten wir keine Möglichkeiten, es zu öffnen. Wir kommen später wieder. Alles klar, das werden wir wohl später erfahren, was da los ist. So. Selbst drehen. Einmal. Abbruch. Fertig. Mein 1. Aha. Was verbirgt sich da drin? Ein Monster. Aha. Nichts bekommen? Verschämtheit. Okay. Es war nur eine Falle. Aber kein Problem. Und weiter drehen. 1, 2. Abbruch. So. Jetzt sind wir in 2. Hau zu. Ach. Selbst entscheiden. Und los geht's. Wo kam ich? Ich kam. Genau. Ab in 3. Die Mitte, also der, wo gerade ganze Zeit geht, der nervt auch. Sekundenzeiger. So, jetzt habe ich es doch. Voll auf die Nerven. Aha. Hab es auch wieder geschafft. Mal sehen, was da drin ist. Das waren krasse Viecher. Kann ich ja schon mal jetzt sagen. Richtig krasse Viecher. So. Weiter geht's. Auch nur Müll. Na, das schaffen wir diese Folge schon. Ja, weiter drehen. Und los geht's. Ich glaube, da waren wir schon. Das war das erste. Wir kamen von X. Ja, genau. So war's. Ah, scheiße. Egal, ich guck trotzdem kurz. Wie ich weiß, war da Prinzesswache drin. Ja. Okay.
bisschen unnötig, aber okay. Was will man machen? So. Heilung, bevor der Zeiger kommt. So. Ja, da bei der Kiste. Regen wir. Schmuckband, da haben wir's. Guter alter Schmuckband. Das nehmen wir jetzt. Beschützt wirklich vor allem. Du kriegst das. So. Limit ist erreicht. Schon mal gut. Selbst steuern. Unten geht's weiter. Deswegen gehen wir dann nicht hin. Das lassen wir jetzt aus. Zack. Wohin gehen wir in die 7? Gucken, was in der 7 so drin ist. Und wenn in der Kiste jetzt wieder so ein starkes Monster kommt, muss ich mein Limit benutzen. Trompetenmuschel. Wahrscheinlich für KZ. Den Verräter. Den geben wir gar nichts mehr. Zeit selbst entscheiden und los geht's. Dauert eine Weile. Ja, ja. So. Geht doch. Und die 8. Angang. Positiv und Mega Elixier. Da erwartet man schon ein bisschen mehr. Jetzt noch 9 und von 10 kam mehr gerade vorhin. Selbst entscheiden. So. Die 9. Mensch, dafür wohl nicht wahr sein. Zeitverschiebung. Ding, ding. 10. Kam jetzt von 10 oder 11? Ich weiß gerade nicht mehr. Wir gucken einfach, ob ihr von 10 kam. Ist ja nicht so schwer. So. Ja, da kam er. Also gut. Selbst drehen. Machen wir uns gleich auf den richtigen Weg. So. Und los geht's. Wir haben alles geschafft. Gehen wir da entlang. Zu. Ich folge ihnen einfach. Hey, verschlossen. So ein Mist, wir müssen ihn fangen. Alles klar, dann fangen wir ihn. Du musst müde sein. Ich will nach Hause. Es ist beides blöd, ja? Halt durch, eines Tages erinnern wir uns an diese harten Zeiten und lachen nur noch drüber. Der Wächter, Schlüssel über die Tür, bewegt sich nach einem bestimmten Muster. Merke dir die Türen, durch die er ein- und ausgeht. Merke dir sein System und fang ihn an einem Ausgang ab. Oh ja, oh ja. Wenn du nach links läufst, kannst du vom Felsen runterspringen. Also jetzt gehen wir erstmal da rein. Dann kommen wir. Keine Ahnung, wo raus. Ich gehe da rein. Hab dich. Glück gehabt. Panzerfaust. So, um ihn einfach ganz weit abzufangen. Irgendwann haben wir Glück. Müsste hier rauskommen. Tür geöffnet. Geht doch.
da rauskommen, da oben. Wo war das? Hier? Hier? Einfach ganz halt zurücklaufen, dann kommen wir schon irgendwann oben raus. Mensch! Ha, geschafft. Jo, die Folge läuft ja ganz gut. Das hier ist der Saal mit den Wandmalereien. Ja. Kindergarten wohl, hm? Wo bist du, Sephiroth? Immer so extra Zeitlupenauftritte bekommen. So kalt. Ich bin immer an deiner Seite. Komm. Hä? Was meint er? Großartig. Hm? Rede doch mal ein bisschen schneller. Ein Raum voller Wissen. Ich verstehe nicht, was du sagst. Hat er einen blöden Akzent oder warum versteht er ihn nicht? Sieh genau hin. Wohin? Das, was das Wissen des alten Volkes mehrt. Ich werde eins mit dem Planeten. Sephiroth, seine Auftritte, Mutter, gleich ist es soweit. Oh Gott, bald werden wir eins. Boah, der ist so cool. Auf welcher Weise gedenkst du, eins mit dem Planeten zu werden? Das ist ganz einfach. Wenn der Planet verletzt ist, sammelt er spirituelle Energie, um die Wunden zu heilen. Wie viel Energie sich ansammelt, richtet sich nach dem Ausmaß der Verletzung. Was würde bei einer Verletzung passieren, die für den Planeten lebensgefährlich ist? Stell dir vor, wie viel Energie sich dann ansammeln würde. Ja. Stell ich mir vor. Und ich werde mitten in dieser Wunde stecken. Und die grenzenlose Energie wird mir gehören. Indem ich mit der gesamten Energie des Planeten verschmelze, werde ich zu einer neuen Lebensform, zu einer neuen Existenz. Ich werde mich mit dem Planeten vereinen und nicht mehr in meiner bisherigen Form existieren. Und so werde ich als Gott wiedergeboren und herrsche über alle Seelen. Eine Verletzung, die ausreicht, diesen Planeten zu zerstören, den Planeten verletzen. Sieh nur das Wandbild, der ultimative Zerstörungszauber Meteor. Das wird niemals geschehen. Mach auf! Wo bist du, Sephiroth? Warte, Cloud! Ups, Entschuldigung. Cloud! Cloud, was tust du? Schwarze Materie. Meteor rufen. Cloud, reiß dich zusammen. Cloud, ich bin Cloud. Wie soll ich? Was ist los mit uns? Zwiespalt. Ich erinnere mich, schizophren. Jetzt. Cloud.
Was ist los? Stimmt was nicht? Nein, alles klar, mach dir keine Sorgen. Okay, Cloud, oder? Sephiroth ist weg. Keine Sorge, ich weiß, was er meint. Das muss der Meteor sein. Hä, verstehe ich nicht. Hier wird's dann wohl drunter und drüber gehen. Also Zauber genau wie Sephiroth gesagt hat. Der ultimative Angriffszauber Meteor. Durch diesen Zauber werden kleine treibende Asteroiden eingefangen. Und dann kracht's. Dieser Planet wird vielleicht ganz ausgelöscht. Hä? Zephyrus. Hihihi, nein, ich bin es nicht. Was geht hier ab? Hier ist ein Bosskampf, also lasse ich es wieder. Aber ich mache da nicht lang rum. Ich mache Meteorenregen und Ende. Also, und nach diesem Kampf werde ich. Wow, der hat überlebt. Ein schlechter Kerle, der hier. Wow! Und ziemlich stark. Müssen wir richtig aufpassen. Oh, fuck. Brauchen wir nochmal was. Heilung! Digga, chill mal. Gleich nochmal Meteorenregen, du. Ach! Überlebst du das? Ha, besiegt. Einfach Meteorenregen überlebt. Lightning hat erreicht. Dragon Armlet. Ah ja, das Amulett, wo ich brauche. Genau das, was ich gesucht habe. Irgendein Zeichen von Sephiroth. Er ist verschwunden. Bahamut. Also Leute. Stimme ich noch kurz aus. So. Zack. Bahamut gehört jetzt mir. So, dann Heilung, Heilung, Heilung. Okay, wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und abonnieren, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Tschüss.